Ja, meine Freunde, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 1. Ich hatte schon mal hier aufgenommen und da hat ja meine Festplatte mal wieder Error gesagt, sie mal wieder brechend voll war. Aber egal. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Genau, wie gesagt, den Testflug hatte ich schon und den Totaler Krieg hatte ich, war ich jetzt gerade dabei. Aber wie gesagt, die Festplatte. So, und jetzt machen wir den Testflug. Bis gleich. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal? Du hast verloren, ich habe gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich habe dich hier besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel ab! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du Mistkerl! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! Bringen wir den Vogel in die Luft. Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau. Piep, piep, altes Haus. Ja, meine Freunde, so, und da bin ich auch wieder. Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Wenn ich alleine gewesen wäre, genau. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. So, jetzt konnte ich mich auch schon mal ein bisschen einfliegen. Zudem musst du aufschließen. Ja, ja! Hör mal, ich kenne ja diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Wie sah's? Na gut, dann machen wir das mal. Mal gucken, wie schnell ich das jetzt schaffe. Du musst ein Gefühl für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihm dran! Okay.
Flugzeug etwa zu viel für dich? Näher ran! Ich kann nicht schneller, als das die Mühle hier vorgibt. Jetzt habe ich dich. Okay, diese Distanz halten. Wow! Das Clade Blackburn 1889 bis 1917. Okay. Das war Fail. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Ja, ja! Hör mal, ich kenne ja diesen französischen Schuppen. Das war ein wenig zu nah gerade eben. Was redest du davon, Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Wie sagt sie? Ei, ei. Ich bin im Fliegen ein absoluter Noob. Okay, diese Distanz halten. Ich versuche es. Wenn er nicht wieder vom Gas geht da vorne, dann schaffe ich das auch. Festhalten, Wingnut! Du musst an ihn dranbleiben! Wie habe ich sie? Wollte gerade sagen. Ich bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön! Folge dem verbündeten Flugzeug, ja. Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du längere Kurven fliegen. Ich muss das Flugzeug erstmal wieder einholen. Ah, Bremsen ist was für Verlierer. Komm schon. Aber es ist so geil gemacht, Freunde. Du fliegst gut, wenn auch nicht immer ganz nach Vorschrift. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen. Wohin will er jetzt? Lass ihn. Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen. Feuer frei. Mit Vergnügen. Ja, was für ein Vogel. Sind noch mehr Ballons drauf und Feuer. Verstanden! So, und der nächste! Boah! Siehst du die Ziele am Boden? Ja, so. Ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Okay, dazu muss ich aber erstmal eine kleine Kurve fliegen. So, das war Ziel Nummer 1. Das war Ziel Nummer 2. Okay. Und das war Ziel Nummer 3. Okay, kann ich mal was fragen? Klar!
Warum klingt George Rackham, der Sohn des vierten Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Cherries besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Deutsche! Was machen die jetzt? Na was wohl? Wir schießen sie ab! Genau, wir schießen sie ab! Einen haben wir schon mal. Den zweiten. Wird der ab oder was? Nee, noch nicht ganz. Aber jetzt. Hauptsache, wir kommen schnell wieder runter. Sieht aus, als wäre nur noch einer übrig. Und dich hole ich mir jetzt. Er kann gut fliegen. Das muss man ihm lassen. Alter. Das war verdammt knapp. Hey, ja. Er hat was abbekommen. Unternimm was. Das kannst du laut sagen. Wow! Der Beschuss wurde vielleicht das beschädigt. Reparier von da vorne so viel wie möglich. Bin dabei. Oh, ich muss erstmal hier ins Schlachtfeld. Was machst du denn? Dreh um! Noch mehr Jerrys! Ich seh sie! Halt deine Unterhose fest! Halt deine Unterhose fest. Oh, 5 Stück. Na dann, kommt her, ich bin. Verbündeter getroffen. Er stürzt ab. Ein Hammer. Sorry, Freunde, ich weiß nicht, was das, warum das sich hier die ganze Zeit im Fenstermodus. So, weiter geht's. Sie schießen zurück, sie schießen zurück. Danke für die Information, Wingard. So, dafür spielt der aber ab. Und du bist der Letzte. Nee, da ist einer. Ah, der hat's noch nicht ganz hinter sich. Wow. Alter, kannst du mal aufhören, mit mir zu spielen? Okay, ein Problem weniger. So. Wie, wo kommt... Wo geht er wohl hin? Da lang! Und wir verfolgen ihn! Was machst du denn? Wir sollten umdrehen! Ah, scheiß auf die Basis! Haha! Wir müssen die Fotos sofort zur Basis bringen!
Sergeant, in Ordnung! So entdeckten wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Aber mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Versprich es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen, Sie müssen einen Wahnsinnspiloten haben. Wahnsinnspiloten. Ehe wir es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher auf so einem Luftschiff. Pech gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt. Aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. So, da bin ich wie ja, halt doch die Klappe. Begeistert. Jetzt, wo wir es ich kann jetzt machen, nicht. Fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schnall dich ordentlich an. Hol die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Nein, aber immer doch. So. Das reicht. So, da hinten sind auch noch drei. Wir haben einen im Nacken. Mach was. Unter uns gehen Flachs in Stellung. Ich sehe sie. Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. Okay. Ab hier ist übrigens wieder blind. Scheibenkleiste. Hinter uns. Hast ihn erwischt. Lass mal kurz reparieren. Oh mein Gott! Flugabwehrwagen sind immer noch da unten. Geh ab, wenn's geht, damit wir uns um sie kümmern können. Holy moly, ey. Ich krieg den von hinten nicht weg, verdammt. Nein! Das war ein wenig zu tief. Flachs in Stellung! Ich sehe sie! Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. Ach du Scheiße. Ah, das war ein... Ah, doch. Scheibenkleister. Ja, wie gefällt dir das, du Idiot? Gut. Ein Geschütz weniger, das uns Sorgen macht. Wow. Hinter uns ist einer. Heilige Makrele, das war knapp. Ich muss reparieren.
Okay. Schon wieder reparieren, verdammt. Es sind nur noch ein paar Flugabwehrwagen übrig. Geschafft! Gute Arbeit! Das war verdammt knapp gerade. Folge der Bomberformation. Halt die Jäger von ihnen fern. Kein Problem, Wiz. Okay. Gleich wirst du staunen. Beschütze die Bomberformation. Meine Bomber verloren. Sie müssen es zur Festung schaffen, sonst scheitert die Mission. Ich weiß. Einer weniger. Oh nein. Vogel abgeschossen. Ich hab doch gesagt, ich kümmere mich um dich. Au. Sehr schön. Noch ist es nicht vorbei. Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Die Krauts haben wohl unendlich viele Jäger, was? Anscheinend schon. Na dann kommt her. Ich bin bereit für euch. Seid ihr bereit für mich? Nee. Aber Freunde, das ist ja mal der absolute Oberhammer. Wo ist er da? Hab ich dich. Und tschüss. Oh mein Gott, guckt euch das auf der Karte an, wie viel das sind. Ich muss reparieren. Ja, bleibt geschmeidig, wir kriegen das schon hin. Ja, ist mir aufgefallen, danke. Hau ab, hau bloß ab. So, einer weniger. Viel ist nicht mehr übrig. No. Das schaffen wir.
Freunde, ist das geil, ist das geil, ist das geil! Hilf unseren Jungs und schalt die Flugabwehrgeschütze aus! Flugabwehrgeschütze! Wow, der ist gut, was? Wow! Ich meine es ernst, was? Wow! Okay, das war Fail. Fail Nummer 2 in dieser Aufnahme. Ab wann müssen wir wieder einsteigen? Oder wo steigen wir wieder ein? Komplett von vorne? Nein! Jerry hat uns im Fadenkreuz! Fest und wird nicht melodramatisch! Unter uns geht Flugabwehr in Position! Ich erwarte, wir werden unsere Bomber vernichten! Scheibenkleister. Bleib doch mal geschmeidig. Scheibenkleister, nein. Meiner! Ist das geil. Freunde, mir geht so einer ab, ne? Hilf unseren Jungs und schalt die Flugabwehrgeschütze aus! Wo sind die denn? So, einer weniger. Alter, was? Ach komm, wir haben noch 87. Das packen wir. Okay, 50. Hinter uns ist einer. Halt durch! Meiner. Oh mein Gott. Und auf ein neues. Wir müssen die gesamte Flug. Wow, der ist gut, was? Nicht so gut wie ich. Und abwärts. Genau, du sagst es, und abwärts. Verdammt, oh. Ja, das war echt knapp. Next one, please.
Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Und jetzt? Hallo? Was ist denn jetzt los? Kommt nichts mehr, oder was? Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Pech für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Ja, Freunde, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Aufnahme von Battlefield 1. Seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.